Na, auch schon gespannt, was sich da verbirgt. Es ist eine Weggabelung. Nee, doch nicht. Ein Power Attack, super, neuer Skill. Divine Branch. Und es geht da oben noch weiter, super. Den Power Attack kann ich aber noch mal jemandem geben, der noch einen Skill vertragen kann. Moment, du hast das, aber vielleicht statt des Burst Hit bekommst du doch noch einen Power Attack. Und du bekommst dann den Burst Hit. Ist das wirklich gut? Ah, ich mach's mal so. Mehr haben wir leider nicht. Gut, vor diesem Kampf mal einmal kurz abgesaved. Ach nö, das muss doch nicht sein. Oh. Und noch neue Monster dabei. Mal taktisch denken. Ich stelle mich so hin. Du bleibst da stehen. Du gehst zwei nach da, dann bist du nämlich in Mimels Reichweite. Du gehst zwei vor. Und schon haben wir vier Leute verlinkt. Und jetzt wird schwierig. Nur mal eben gucken, ob ich hier irgendwo bei irgendwem in Reichweite bin. Ah, schade. Da auch nicht. Na gut. Lässt sich nicht machen. Das ist scheiße. Muss ich das ein bisschen anders machen. So, du gehst einen nach da, drehst dich dann nach da. Du gehst einen vor. Ja, so rum von mir aus. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins. Super, oder? Wenn man nur will, dann geht's auch. So. Der eine Impf wird noch keinen umhauen. Und der Kollege auch noch nicht. Aber die Krabben, die sind schon unangenehm. Ja, und ich komme da nicht hin. Das ist natürlich blöd von mir gewesen, dass ich jetzt gar nicht jemand angreifen kann. Dann hilft er nur Standby. Hoffentlich überlebt Calvina das.
Boah, und Eugene wurde aus der Formation gestoßen. Das ist ja ätzend. Diese Burst-Hits sind blöd. Tja, Eugene steht jetzt ganz alleine rum. Gut, dann müssen wir jetzt diese Krabbe wenigstens einmal vernichten. Und ich glaube, die halten jede Menge aus. Also machen wir zweimal Impuls, dreimal Impuls. Einmal Eisniedel. Power Attack. Oh. Ja, und nochmal Power Attack mit Double Edge. Und am Schluss habe ich jetzt nur noch einen Skill übrig. Mache ich den Power Attack nochmal. Ich glaube, die halten wirklich eine Menge aus. Okay, drei Angriffe reichen zumindest für den Break-Zustand. Oh. Ich habe mir wieder viel zu viel Sorgen gemacht. Obwohl... Ja, okay, den letzten Power-Attack hätte es nicht gebraucht, aber... Da weiß man halt vorher nie so. Immerhin haben wir jetzt ein Krabbengehirn. Ist das nicht super? Ja, ja. Ach, die sind dann alle schon verknüpft. Dann gehe ich sogar zwei Schritte mit dir. Dann brauchen sich die anderen nämlich alle nicht zu bewegen. Irgendjemand gute SP-Werte? Nein, alles noch schlecht. Das Problem ist aber, ich muss jetzt agieren. Sonst ist es eventuell zu spät. Der Imp hier wird angegriffen. Und mal sehen, wenn ich da jetzt Power Attack mache, erwische ich dann zwei. Ja, das ist gut. Also einmal Impuls. Und nochmal. Dann Power Attack Double Edge. Und dann die Double Needle. Ja, das bringt nichts, aber ich gucke mal, ob ich noch irgendjemand Informationen da bringe. Ja, das ist besser. Na gut, so muss es bleiben. Auch den sogar mit erwischt. Naja, zwar kein Overkill von der Krabbe, aber dafür eine gute Bewertung.
Rang A. Und hier gibt es bestimmt wieder was Leckeres. Ein neues Skill Rush. Und Trick Hit. Bone Guard ist auch nicht verkehrt. Direkt mal ausrüsten. Galios, du musst da noch einiges einstecken. Kriegst dann hier den Bone Guard. Dann, wer kann denn den Skill Rush und so weiter verwenden? Ich weiß noch nicht. Du kannst noch einen Trick Hit. Ja, der Blast ist aber auch nicht schlecht. Und wenn ich ihm jetzt den wegnehme, dann kann er nur noch ein Feld weit angreifen. Also dann verzichte ich halt auf den zweiten Rush momentan. Einmal kurz speichern. Ja, und dann geht es hier weiter. Da ich jetzt aber für heute Aufnahmestopp machen muss, krieg den Kampf ja eh nicht mehr durch. Und dann im Kampf kann ich nicht speichern, also muss ich jetzt leider die Aufnahme schon beenden, obwohl wir noch fast 3 Minuten Zeit haben. Also, ich wünsche euch was, ne? Bis demnächst. Tschüss.